Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir nur als Koreaner uns erspielen können. Und zwar findet ihr den einmal unter Erweiterungsfeatures und dann Paktsanken. Hier haben wir den Erfolg Uhu-Saren-Streich. Und für dieses Achievement müssen wir folgende Mobs besiegen: Aldrin und Minir sowie den Splitter-Borg-Albtraum in einer Prüfung der Loyalität mit Mechanikos. Übrigens, wenn ihr den in der höheren Schwierigkeit besiegt, zählt es nicht rein. Also ich habe erst die schwierigen Kämpfe gemacht und das zählt tatsächlich nicht rein. Ihr müsst es wirklich dann in der jeweiligen Schwierigkeit machen, hier Loyalität. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo ich genau bin, ich befinde mich einmal im Kolosseum des Aufstiegs. Und zwar müsst ihr da einen Koreaner-Char haben, der muss auf Stufe 60 sein. Dann baut ihr das Special-Gebäude bei den Koreanern. Und hier braucht ihr Minimum Stufe 3, meine ich, dass ihr die alle Loyalitätskämpfe habt. Das ist die. Also wenn, dann braucht ihr Stufe 2 oder sogar Stufe 3, um die ganzen Loyalitätskämpfe zu haben. Es funktioniert folgendermaßen: umso höher das Gebäude upgradet, umso mehr Kämpfe schaltet ihr frei. Und dementsprechend könnt ihr dann insgesamt, wenn ihr alle Bosse freigeschalten habt, gegen 10 Bosse kämpfen. Wir brauchen hier nur 2 Stück, und zwar hier diesen Splitter-Borg-Albtraum und Aldrin und Minir. Und ja, die können wir jetzt mit einem bestimmten Mob umhauen, und zwar brauchen wir Mechanikos. Ich kann euch mal zeigen, es gibt hier 3 Stück. Es gibt einmal Pelagos, dann gibt es Claire und dann gibt es Mechanikos, und alle haben halt unterschiedliche Fähigkeiten. Ich finde, der beschissenste von allen 3 ist Mechanikos, und genau den brauchen wir jetzt an der Stelle für das Achievement. Hier kommt ihr übrigens rein, wenn ihr dementsprechend halt, jetzt muss ich nochmal gucken, hier quasi mit einem Typen quatscht. Ihr braucht dafür nämlich einmal diese Medaillons des Dienstes, aber wenn ihr hier die Questreihe spielt, dann wird euch das alles gezeigt, und bis ihr bei den Loyalitätskämpfen angekommen seid, denke ich mal, wird euch die Questreihe hier auch schon hingeführt haben. Gut, wir haben jetzt einmal den Typen ausgewählt, jetzt schauen wir uns den ersten Kampf an, und zwar nehmen wir mal Aldrin und Minir, die ich bestimmt wieder falsch ausgesprochen habe, dann nehmen wir die 2. Schwierigkeitsstufe Loyalität, und jetzt wähle ich hier einmal die Fürde des Gleichmuts aus. Ich denke mal, das ist das Sinnigste, können wir uns nämlich einen Ticken heilen. Dann können wir einmal durchstarten, und zwar aktivieren wir das jetzt hier mal. Das Video können wir skippen. Und jetzt haben wir hier 2 Bosse. Ich habe die jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber ich denke mir, das kriegen wir hin. Wir werden die einmal starten, und zwar indem wir hier von der Seite drauf lasern. Dann treffen wir nämlich am Anfang gleich schon mal beide, und jetzt gehen wir am besten an den Melee-Mob ran und klopfen einfach nur auf den Typen drauf, ja, mit der 1er-Fähigkeit. Und hier am besten, anders als ich das mache, ein bisschen ausweichen, um einfach komplett durchziehen. Übrigens, wenn ihr euch ein bisschen treffen lasst, ist komplett egal, denn wir können unser Leben wieder vollkommen regenerieren mit unseren Fähigkeiten, beziehungsweise wenn wir einmal gekillt werden, dann kommt unser kleiner Provost raus, kann dann wieder ein paar Kugeln aufsammeln und dann passt das, ne? Also ausweichen, was geht, aber die ganze Zeit rummoven macht halt auch keinen Sinn. Ihr müsst ein bisschen Schaden halt hier auch draufbringen auf den Boss. So, jetzt haben wir keine Energie mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen rumlaufen und ein paar Kugeln quasi einsammeln. Hier haben wir jetzt so ein Ding, was wir soaken können. Das könnt ihr machen, müsst es aber nicht unbedingt. Das bringt uns jetzt nicht unbedingt um. Wir hauen jetzt einfach weiter auf den Boss drauf. Jetzt werden wir gleich umgehauen. Das ist aber auch nicht schlimm. Sobald wir nämlich rausgehittet werden, können wir mit Mechanikos rumlaufen und können dann hier ein bisschen die Kugeln einsammeln. Das machen wir jetzt hier an der Stelle. Am besten vielleicht nicht alle einsammeln, ein paar Kugeln stehen lassen. Macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt gehen wir hier wieder rein. Jetzt sind wir neben der Tuse. Können wir die auch umhauen. Wurden wir wieder rausgehittet. Dann laufen wir wieder ein bisschen rum, sammeln wieder ein bisschen Kugeln ein. Also Mechanikos läuft halt quasi zu 90% darüber, dass man immer hin und her swappt. Übrigens, auch wenn es so Mechanics sind, die euch one-shotten würden, könnt ihr dementsprechend ganz gut negieren, dass ihr einfach mit dem großen Roboter, schimpfe ich ihn jetzt mal, die One-Shot-Mechanik fresst und dann mit dem Kleinen wieder rumläuft, Kugeln aufsammelt, und dann könnt ihr quasi wieder von vorne anfangen. Ihr könnt den Kampf natürlich auch wesentlich sauberer spielen, als ich das jetzt hier tue, ne? Aber ist es halt nicht notwendig, ne? Man kann halt einfach nur in eigentlich fast einem stehen bleiben und dann immer die Viecher wieder so ein bisschen runterhitten, Kugeln aufsammeln, wieder reingehen, ein bisschen runterhitten. Das ist es halt mit Mechanikos. Und oh, das war jetzt nichts. Okay, also ganz so
ganz so Ding sollte man nicht spielen. Jetzt stehe ich ein bisschen vielen Kugeln drin. Ich brauche jetzt nur einen Hit quasi auf ihn, dass er tot ist. Okay, ja. Jetzt haben wir es ein bisschen zu offensiv gespielt. Gut, okay. Damit hätten wir den ersten Kampf. Jetzt schauen wir mal. Das hat schon mal gezählt. Und dann würde ich sagen, spielen wir den nächsten. Und zwar gegen diesen Splitter-Typen. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr Taktik, ein bisschen mehr Mechanik spielen. Da können wir nicht wie eben in allem stehen bleiben und durchhitten, sondern wir müssen nämlich ein paar Sondersachen aufsammeln. So, wir stellen jetzt hier wieder um. Und zwar brauchen wir diesen Splitter-Albtraum auch wieder auf Loyalität. Und dann würde ich auch empfehlen, dass wir hier wieder Gleichmut auswählen. Das ist nämlich unsere Hilflast. Übrigens solltet ihr hier hinten die Fackeln nicht anhaben. Die könnt ihr auch zusätzlich noch anschmeißen. Dann habt ihr oben dann nochmal so ein paar Buffs, wo ihr ein bisschen mehr Damage kriegt. Das schaltet ihr aber erst frei, wenn euer Gebäude ein bisschen weiter abgegradet ist. So, wir fangen wieder an. Lasern am Anfang einmal auf den Boss einfach drauf. Dann kommt ihr ein bisschen ran. Und jetzt hitten wir ihn einfach nur ein bisschen. Und jetzt ist es so, wir müssen aufpassen, dass wir nicht von diesen, seht ihr, da spawnen so komische Kreise auf dem Boden. Und die Weißen, weiß, schwarz, ne, also die sind erst weiß, wenn sie aufschlagen und dann schwarz, wenn sie eingeschlagen sind. Da dürfen wir nicht drinstehen. Wenn wir da reinkommen, dann landen wir in einer Rota voll Stunts und das wollen wir nicht. Also wenn die einschlagen und ihr da reinkommt, werdet ihr gestunt. Ungünstig und ihr kriegt Schaden. Die Grünen, die müsst ihr aber einsammeln, denn die geben euch einen Buff. Und dieser Buff verursacht, dass ihr weniger Schaden kriegt. Der stackt hoch. Ne? Also ihr müsst immer alle paar Sekunden ein Ding einsammeln, dass es weiter hochstackt. Der Boss wird nämlich nach ein paar Sekunden hier so ein Ulti ansetzen und da macht er dann ziemlich viel Schaden und den muss man fressen. Ne? Also der genau, jetzt hat er den Buff einmal drauf. Oh boy, ich muss nochmal so ein Teil einsammeln. Da haben wir noch eins, okay. Jetzt hat er den Buff drauf, seht ihr das? Und der macht ziemlich viel Schaden hier. Und der macht bestimmt viele Hits. Und nach, ich glaube so nach 9 oder 10 Hits hört das auf. Dann ist das weg. Ja, die muss man halt fressen. Und wenn man hier das auf 10 hochgesteckt hat, wie ich das habe, dann kriegt man halt 90% weniger Schaden. Das ist das ganze Geheimnis an dem Kampf. Mehr ist es nicht. So, jetzt seht ihr mal, ich bin natürlich absichtlich reingelaufen, nicht. Was passiert, wenn man so ein weißes Ding frisst, dann wird man einfach gestunt. Und wenn es halt blöd läuft, wenn es im falschen Moment passiert, dann hat man einfach die Problematik, dass man, dass man den Buff nicht aufrechterhalten kann und dann natzt er einen mit seiner Ulti-Fähigkeit quasi weg und das ist halt eher ungünstig. Ne? Deswegen sollte man gucken, dass man sich nicht stunnen lässt. Vor allem muss man da frühzeitig loslaufen, weil der Wert nämlich keine Kost bzw. sein Gefährt relativ lahmarschig ist und man dementsprechend da relativ schnell Probleme kriegt. So, jetzt müssen wir mal gucken, das habe ich noch gesorgt. Jetzt nehmen wir vielleicht nur eins wo mit. Das hätte ich jetzt eher nicht mitnehmen sollen. Ich muss nur schnell soaken, okay. Am besten lässt man sich auch immer eins über, ne? Wie ihr seht. Dann hat man nicht das Problem, dass es zwischendrin ausläuft. Ne? Also, jetzt können wir das hier noch einmal soaken, sammeln noch ein paar Orbs ein, sonst haben wir halt zu wenig Energie, um den Boss noch wegzufinishen. Sieht gut aus. Jetzt können wir noch ein paar Hits drauf machen. 4K Life hat er noch, ja, brauchen wir noch ein paar Orbs. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, diese Medaillons nehmen, da gibt es so eins, wo man die ganze Zeit Energie reckt, dann ist es wesentlich einfacher, aber wie gesagt, das braucht man nicht unbedingt. Die kosten nur unnötig Materialien und man kann das Achievement auch so machen. Gut, damit haben wir auch den Erfolg fertig. War jetzt eine relativ einfache Geschichte und mir fehlt jetzt tatsächlich nur noch einer und da muss ich noch ein bisschen progressen, weil das sind ein bisschen schwere Kämpfe tatsächlich. Gut, damit verabschiede ich mich für das kleine Achievement-Guide-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.